Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary auf meinem Kanal. Vielleicht nachher auch beim Commander Krieger, denn es ist ein Kommentierer. Mal gucken, ob ich da ausgelost werde. Das wissen wir jetzt natürlich nicht. Im Hintergrund ein Gameplay von CK, muss ich nicht so sagen. Ich glaube, die Leute, die hier von CK drauf gucken, sind bestimmt auch schon irgendwie ein bisschen kotzig auf das Gameplay, weil sie es jetzt schon 600 Mal gesehen haben. Deswegen werde ich dazu einfach mal gar nichts sagen und werde einfach mal mein Thema gleich bearbeiten, was ich mir ausgesucht habe, beziehungsweise euch vorstellen möchte. Und zwar ist es der EPS-ESL-Bereich von der Computerseite. Das heißt, klar, die meisten Leute kennen die ganzen Ligen, die gespielt werden, aber weil viele Abonnenten vom Commander Krieger, auch von meinen Abonnenten, sehr, sehr viele auch Konsolenspieler sind, das sind bestimmt 90%, der wenigste Teil spielt PC, da man einfach Call of Duty auf der Xbox bzw. PS3 nicht unbedingt besser spielen kann, aber es mehr promotet wird, man mehr exklusiv hat und deswegen die meisten Leute gar nicht auf dem PC spielen. Ja, ich habe das Thema habe ich von einem Abonnenten von mir bekommen, das heißt, ich habe mal eine kleine Rumfrage gemacht, was soll ich beim Commander Krieger zeigen, was soll ich denn mal sagen? Zeigen ist ja eigentlich klar, weil das Gameplay ja leider nicht von mir sein darf. Und mir wurde dann gesagt, ja, mach doch mal das Thema, mach mal das Thema. Es hat jemand vorgestellt, mach das Liebeskummer-Thema. Ich habe mir überlegt, um ein Gameplay-Commentary bei Commander Krieger zu machen, muss ich nicht unbedingt irgendwas mit Liebeskummer erzählen, sondern ich möchte etwas machen, was vielleicht nicht unbedingt jeder weiß, was nicht jeder kann. Und deswegen habe ich mir überlegt, machst du mal den ESL-Bereich, weil du selbst da aktiv gespielt hast. Zu mir selbst werde ich nichts wirklich sagen. Ich glaube, es ist in einem Video von mir erwähnt, wo ich gespielt habe. Aber eigentlich habe ich mit dieser ganzen Sache abgeschlossen, beziehungsweise, ja, es ist einfach so, ich habe da früher gespielt, aber ich bin auch relativ stolz, dass ich da gespielt habe. Da ich aber im Moment überhaupt keinen Skill mehr habe oder ja nicht den Skill habe, dort wieder weiterzuspielen, ist es für mich so ein bisschen so, ich muss dann immer auf meine Vergangenheit zurückgucken, wenn ich daran denke, wie groß ich mal gespielt habe oder wie gut ich mal war. Deswegen werde ich das einfach mal nicht ansprechen. Wen es interessiert, kann mir eine PN schicken, aber ja, so groß rausposaunen muss ich nicht unbedingt alles von mir. Vor allem, weil man dadurch auch weiß, wie ich aussehe, wie ich heiße im Real Life und so. Deswegen werde ich meinen alten Tag auch nicht sagen. Das heißt, natürlich, wenn ihr wisst, wo ich gespielt habe, gibt es von mir genug Real Life Videos und genug Real Life Bilder und das will ich gar nicht. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Leute auf mich aufmerksam werden und weil ich möchte mich auf meinem YouTube-Kanal nicht zeigen, im Moment noch nicht und deswegen werde ich das auch im Moment nicht ansprechen. Einfach mal dazu, Punkt aus. Ja, fangen wir mit dem ESL-Bereich an. Was ist die ESL? Die ESL, wie schon im Namen gesagt, ist die Electronic Sports League, in der man bestimmte Spiele, die online-fähig sind, sei StarCraft, League of Legends, Counter-Strike 1.6, Source, Global Uni, Offensive ist es ja, und andere Spiele spielen kann. Das heißt, man hat bestimmte Seasons. Im Moment, in der EPS, ist im Moment die Winter-Season. Das heißt, die Winter-Season ist eingeschlossen ein paar Spiele. Das ist CSGO, League of Legends, StarCraft 2, One-on-One StarCraft. Und da ist halt verschiedene Spiele. Und in der Summer-Season ist halt ein bisschen mehr drin, denn die ist natürlich auch länger. Genau wann die anfangen oder sowas, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass die zum Beispiel die ESL Finals oder EPS Finals in Counter-Strike 1.6 hat diesmal das Team Pixel gewonnen gegen Alternate und ja, sind da weiter. Im Moment ist, wie gesagt, diese Winter-Season. Da werde ich eigentlich nicht zu sagen, sondern ich werde ein bisschen erklären, wie es funktioniert, dass man überhaupt in diese Ligen reinkommt bzw. dort spielen können, weil viele Leute sich einfach denken, ja komm, ich habe einen guten Skill, ich gehe ganz gut ab, ich kann das Spiel sehr gut kontrollieren, aber ich weiß einfach nicht, wie ich gesponsert werde, wie ich in sowas reinkomme. Deswegen werde ich euch das einfach mal ein bisschen erklären. Das heißt, es gibt neben den ganzen Ligen, neben den ganzen Series, gibt es bestimmte Cups. Cups sind meist Turniere, beziehungsweise, also kann man es umleiten, Turniere, die an einem Abend sind oder an zwei oder drei sind. Das heißt, man fährt auf bestimmte LAN-Partys. Früher gab es das mehr, als noch nicht dieses Internet noch nicht so, oder das Internet noch nicht so verbreitet war, beziehungsweise die Leitungen schlechter waren und eigentlich nur die Leute, die LAN-Haus hatten. Das heißt, die großen Clans hatten LAN-Häuser, in denen sie gut spielen konnten. Aber sonst hat sich das eigentlich überall ausgemerkt. Ist man auf Cups gefahren und hat dort gespielt. Das heißt, man hat auf diesen Cup, hat man mit seinem Team gespielt, ist also auf diese riesengroßen LANs hingefahren. Zum Beispiel früher gab es noch Intel Extreme Masters und Intel Friday Night Games, wo man hingefahren ist, gespielt hat und sich dort ein Preisgeld bzw. irgendeinen Bonus, irgendeine Belohnung abholen konnte, wenn man gewonnen hatte. Dann, wenn man halt dort immer hochgespielt hat, das heißt, man ist auf einem Cup mitgefahren und man hat dann gesehen, oh, der spielt mit, der ist da und man hat gut gespielt, kann es sein, dass zum Beispiel ein Sponsor bzw. einer aus dem Team, der zum Beispiel von, sagen wir zum Beispiel mal, wenn Gamed ist ein großes Counter-Strike-Team, beziehungsweise an sich ein sehr großes Team, beziehungsweise ein großer Clan, gemerkt hat, ja, der spielt ganz gut auf den Cups, der ist auch zwischendurch in den Amateur-Series, hat er mal eine Runde gespielt, hat mal da ausgeholfen und dich öfters sehen und auch öfters wissen, ja, der spielt ganz gut, dann werden die dich irgendwann einladen. Das heißt, die werden fragen, ey, hast du vielleicht mal Lust, da bei uns in der kleinen Liga auszuhelfen oder kommst du mal mit auf den Cup bei uns mit, weil bei uns fehlt im Moment jemand, der ist leider krank, möchtest du in unserem Cup-Team mitspielen? Dann wird man gefragt, dann sagt man, ja klar, fahr ich mal mit, fährst du mal auf den Cup.
Ist ein bisschen doof, wenn man natürlich unter 18 ist. Erstmal auf einen Cup fahren ohne Auto ist ein bisschen scheiße. Man kann halt schlecht seinen kompletten Rechner in den Zug schmeißen und den hinterher tragen. Und man fährt halt auf einen Cup, wo man eigentlich keinen kennt, wenn man jetzt keinen wirklichen Kontakt vorher mit denen hatte. Das heißt, es ist immer so eine Zwiesacht, ob man das unbedingt möchte. Unter 18 würde ich es nicht unbedingt empfehlen, weil es einfach ohne Auto auf einen weit entfernten Cup oder auf einem weit entfernten Turnier zu fahren, ist meistens scheiße. Habe ich auf jeden Fall immer gemerkt. Ich musste mich immer mitnehmen lassen. Das Gute war, dass bei uns in der Nähe jemand gewohnt hatte, der mich immer mitnehmen konnte. Das heißt, man fährt dann auf diesen Cup, lässt sich dann eintragen, sagt dann, ja, ich spiele heute im Team Döns und Döns mit und wird dann zu seinem Platz gewiesen. Das heißt, auf diesen Cups, auf den Turnieren, auf den großen LANs ist es so, dass man an bestimmten Sachen sitzt, das heißt, in seinem Team am Tisch sitzt und dort dann spielt. Zum Beispiel, früher gab es noch die Intel Extreme Masters, da gab es dann einmal den normalen LAN-Party-Bereich, wo alle Leute ganz normal zocken konnten, und es gab einen kleinen hinteren Bereich, wo die ganzen EPS-Teams waren, die dann gegeneinander gespielt haben. Da ist zum Beispiel das Team MTW, das kennen bestimmt mehrere, haben dort früher immer relativ häufig auf LAN gespielt. Auch der Gründer noch hat da noch richtig viel mitgespielt und konnte man sich dort halt ein bisschen spielen, ein bisschen abballern. Das Problem war früher halt, dass es nicht wirklich einen großen Sponsor gab. Klar, Intel saß dahinter, aber es gab nicht wirklich was zu holen. Diese ganze Sache durch die ESL, dass man Geld verdienen kann, kommt jetzt natürlich noch mehr Mode, aber seit 2005 würde ich ungefähr sagen, ist es so, dass man auch schon davon leben kann, 2006. Leben können aber meistens nur die großen Spieler, das heißt die großen Teams, die auch in den Bundesligen, in den EPS-Ligen spielen, die da drunter ist meistens einfach nur ein Taschengeld, so kann man das ungefähr nennen. Die Cups müssen nicht unbedingt ausgetragen werden auf Turnieren oder wo man hinfährt, sondern es gibt Cups, die auch übers Internet laufen. Im Moment sehr häufig sind zum Beispiel MW3 Cups, keine Ahnung, warum man unbedingt MW3 Cups spielt. Ich habe ja letztes Mal nochmal reingeguckt, da waren irgendwie 5 MW3 Cups, das ist dann zum Beispiel Deagle Only ist ein Cup. Oder zum Beispiel, dass man sich zusammengewürfelt Zufall random Teams nimmt und dann zusammen spielt. Es sind halt immer bestimmte Herausforderungen, bestimmte Turniere, die man einfach spielen kann, und davon gibt es halt auch große Cups, wo man auch was verdienen kann, beziehungsweise auch die Sponsoren davon aufmerksam werden. Oh, Entschuldigung. Werde ich jetzt einfach mal auf das losgehen, wenn man dann gefragt wird, ja, willst du mitspielen? Das heißt, man spielt dann mal vor denen mit, hilft beim Training aus, hilft nachher vielleicht auch bei Spielen aus. Natürlich nicht in der EPS, da wird man nicht einfach gefragt, ob man in einem großen Team bei denen in der Series einsteigt, sondern man hilft meistens bei kleineren aus und steigt jemand auf. Und dann kommt es irgendwann dazu, dass man ja gefragt wird, möchtest du bei uns in Clan? Wie sieht's aus? Hast du Lust, in unserem Team dauerhaft mitzuspielen? Und wird dann natürlich auch von dem Sponsor übernommen und wird von dem auch gesponsert. Das heißt, bestimmte Artikel bekommt man meistens gratis. Maus, Tastatur, PC, Bildschirme ist eigentlich bei größeren Teams alles Standard, dass man das eh gesponsert bekommt, damit es erstmal einheitlich ist. Beziehungsweise man kann natürlich auch eigene Sachen nehmen. Zum Beispiel, wenn man seinem Sponsor sagt, ja, ganz gut, wenn man zum Beispiel Alternate-Sponsor hat, dann muss man nicht unbedingt eine Marke nehmen, sondern man kann sagen, ja komm, ich möchte mal gerne die und die Tastatur und die Maus haben. Ihr habt ja eh auf Lager. Dann kriegt man das halt zugeschickt. Genauso gut kann man auch sagen, ja, ich hätte gerne den PC und den PC. Das muss man immer gucken, wie weit der Sponsor da mit einem geht. Aber in diesen großen Teams wie Alternate ist das alles gar kein Problem, wenn man da sehr oft spielt, dass man sehr, sehr viel gesponsert bekommt. Ja, der Sponsor trägt eigentlich davon bei, dass die Werbung bzw. man im Clan-Tag, also wenn man zum Beispiel beim Mausbot steht, ist da Mausbots mit drin. Das heißt, das Team heißt meistens dann auch einfach so, und dadurch bekommen sie halt eine relativ große Aufmerksamkeit durch das Team und deswegen wird man halt gesponsert. Ja, wenn man dann da relativ gut mitspielt, möchte ich euch einfach mal die Aufteilung zum Beispiel eines Counter-Strike 1.6 Teams sagen. Das heißt, Counter-Strike 1.6 wird 5 on 5 oder 1 gegen 1 ausgetragen. 1 gegen 1 ist sehr, sehr viel AWP-lastig. Früher war es immer die AWP-Ladder, die gespielt wird, oder 1 gegen 1 Aim-Maps, die aber keine Series haben, sondern nur so nebenbei Cup sind. Und ja, dort sind dann meistens die Aufteilungen, dass man 5 Spieler hat. Also beim 5 on 5 hat man natürlich 5 Spieler, 3 wäre ein bisschen dämlich. Und meistens 1 bis 2 Ersatzspiele. Das kommt immer auf die Ligen an, beziehungsweise wie man spielt. Das ist in der Bundesliga natürlich ganz anderes, weil die ihr Geld dadurch verdienen und deswegen natürlich zu den Spielen auch da sein müssen. Wenn man aber eine kleinere Liga, in einer kleineren Liga mitspielt oder in einem kleineren Cup mitspielt, dann kann es ganz oft sein, dass man auch mal auswechselt oder nicht unbedingt auswechselt, aber dass man halt mal sagt, ja, ich habe keine Zeit, ich muss arbeiten oder so. Ja, geht manchmal einfach nicht, dass dann jemand anders für einen einspringt und für einen spielt. In diesem 5 on 5 Team, wie gesagt, 2 Ersatzspiele. Davon ist einer ein Taktiker. Der Taktiker ist meistens oder ist immer dafür da, anzusagen, was man im Spiel macht. Man muss sich das so vorstellen, vier Leute laufen nur rum und befolgen die Anweisungen von ihrem einen, sagen wir mal, Chef, Leader, bla bla bla. Der wird bestimmte Taktiken ansagen. Ich werde jetzt noch ein bisschen am Gameplay dranhängen, weil es einfach gerade noch nicht zu Ende ist, das Thema. Und wird bestimmte Taktiken ansagen, die Taktiken werden durchgeführt und deswegen kann man nachher auch immer ganz gut sagen, dass der Chef immer Fehler macht, aber es gibt halt bestimmte Standardtaktiken, die gespielt werden und es gibt bestimmte Main-Maps, die jedes Team hat. Auf 1.6 bezogen hat zum Beispiel ein Team, seine Main-Map ist das 2, das andere Team hat Inferno. Wenn man natürlich das Pech hat, dass man genau gegen diese Map spielt oder auch mit dem Team
auf ihrer Main-Map spielt, dass man sich sehr, sehr gut drauf vorbereiten muss. In Counter-Strike 1.6 bzw. Source-Bereich ist, glaube ich, auch, oder ist es auch so, aber da kenne ich die Maps nicht alle, dass es bestimmte Maps gibt, die im ESL-Pool drin sind. Ein Pool ist einfach ein Map-Pool kennt jeder, das ist die Maps, die zum Beispiel auf diesem Server laufen. Und so kann man das nennen. Der ESL-Pool besteht zum Beispiel bei 1.6 am Anfang aus Dust, Kabel, Dust 2, Inferno, Nuke, aus so welchen Maps. Und auf diesen Maps, auf allen Maps, die es in ESL gibt, muss man sich vorbereiten und muss die Taktiken können. Weil in Counter-Strike ist es einfach so, dass jeder kleine Zentimeter auf einer Map ist gezirkelt. Das heißt, jedes Stück auf der Karte oder auf der Map weiß man, was man machen muss. Es ist nicht wie bei Call of Duty, wo man einfach eine Nade irgendwo hinwirft und hofft, da geht einer drauf, sondern man kann die Nades perfekt in jeder Ecke schmeißen, man kann die Taktiken überall perfekt durchgehen und ist halt da sehr, sehr viel auf Training. Und es ist auch wichtig, dass man in so welchen Ligen nicht unbedingt Skill hat. Das heißt, ein Skill muss mittelmäßig bis hoch sein, aber das Höchste, was man einfach in so welchen Ligen bringen muss, ist das Teamplay, das Taktik einhalten, dass man die Taktiken umsetzt und dass man nicht alles hinterfragt, sondern wenn jemand sagt, so, wir machen die Taktik und du denkst dir, die Scheiße, das bringt auf der Maps nicht, dann kannst du das wegen meiner nach dem irgendwann mal ansagen, das wird nichts, aber du musst da nicht rumheulen. Das heißt, wenn der sagt, ihr macht das trotzdem, machst du es halt. Es geht einfach darum, dass zum Beispiel der Taktiker einfach dafür da ist, diese Ansagen wirklich durchzuziehen, durchzutreffen und die auch vorher vorzubereiten im Team. Das heißt, wenn man im Training merkt, oh, wir spielen gegen den, spielt man meistens die Main-Map von denen und guckt dann, ob man irgendwie countern kann oder ob man irgendwelche Taktiken neu einstudiert, die vielleicht funktionieren würden. Ja, das war's von mir. Ich habe ein bisschen überzogen. Hoffe, Commander, du verzeihst mir das ein bisschen. Euer Maxo und jupp, ciao.